It is natural to die. So, Bauleiter der Kriegsmaschinen aufgespürt. Okay. Gut, jetzt haben wir das geschafft. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme, aber... Ganz ehrlich, drauf geschießen jetzt. Eigentlich nicht. Ich will wissen, wie man da hochkommt. So, jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt irgendwo da hinten hoch muss, dann kotze ich im Kreis einen ganzen Strahl. Ah, da darf ich noch nicht mal hin. Ne? So, da habe ich irgendwas verpeilt jetzt. Wie viel Meter? Alter. Ihr wollt mich doch echt triggern, ey. So, wie viel hast du? 4, Alter, niemals. Mit 4 kriege ich das nicht hin. Ich probiere jetzt mal, ob ich den hier wenigstens hinbekomme. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich kann ja die Assassinen holen, um den dann zu töten. Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller. Ich habe jetzt auch ein bisschen Geld, vielleicht. Nehme ich die mal mit hier. Komme ich da hoch? Oh, das hasse ich an den alten Assassin's Creed, ey. Klettern können sie nicht. So, da ist der Turm. Können wir da überhaupt den schon einnehmen? Doch, können wir. Okay. Nein, können wir noch nicht. Das ist also etwas für die Story. Das ist scheiße. Da wäre noch ein Assassin. Dann nehmen wir den halt jetzt mal mit. Wo ist er? Karte da. Habe ich umsonst Geld ausgegeben? Naja. Wir kriegen noch reichlich. So, wo ist er jetzt? Oben. Schon wieder da oben. Ja, da waren wir doch vorhin schon. Zack. Cool. Der gleiche wie vorher. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich bin schwer gezeichnet, doch ihr lehnt euch gegen sie auf. Bitte nehmt mich mit auf die Jagd. Ja, du bist willkommen. Okay. Dann haben wir den. Da wäre nochmal einer, aber wahrscheinlich, da können wir halt einfach noch nicht hin. Wie ich da hochkomme, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wir gucken jetzt mal, ob wir vielleicht wenigstens das hier noch erkunden können. Da wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das muss ja auch... Ach so, da... Okay. Es ist das Kolosseum, aber ins Kolosseum müsste ich doch dann irgendwie da hochkommen. Hier ist noch so ein Romulus-Versteckli. Versteckli-Geschmeckli. Also da oben... Ja, da komme ich schon irgendwie hin. Ich gehe jetzt mal da rein. Und gucke, ob ich wenigstens da irgendwo hochklettern kann. So, jetzt haben wir auch schon 3 Balken, das ist echt nice. So, dann fangen wir mal hier an. Denk mal, so schwer darf das nicht, würde es nicht sein, dass wir hier hochkommen. Ist doch schön, ne, dieses Kolosseum. Ich glaube, da sind wir später auch noch out of Animus, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. So. Ach, hier wohnen sogar ein paar. Nice. Okay, das ist cool.
Das ist nicht cool. Aha. So, Alter. Tatsächlich alle da oben. So, ich glaube hier, ne? Wirklich mal dreist. Was ist da dreist, Alter? Hä? Nicht der zurückhaltende Typ, ne? Nein. Was für ein alberner Mann. Albern? Ihr würdet doch wünschen, ihr würdet das können. Alter. Naja. So, irgendwie rätseln muss ich jetzt. Okay, ich hab's gefunden. So, jetzt sind wir wenigstens schon hier oben. Hier geht's nochmal eins hoch. Aha, da sehe ich doch was. Cool, wir sind oben. Wenigstens eins haben wir geschafft. Für das waren wir jetzt nicht zu dumm. Also ich. Aber das andere, keine Ahnung, wenn es jemand weiß, so, da kann mir gern was in die Kommentare kritzeln. Juhu! So muss es sein und nicht anders. Gut. Cool. Jetzt sehen wir wenigstens auf der Minikarte, was so abgeht. Was so abgeht. Okay. Was mit dem? Der ist auch Stufe 4. Der ist Stufe 2. Der da hinten könnte man dann irgendwann noch machen, aber... Naja, wir müssen jetzt zurück zum... zum Quartier. Vorher gehen wir dann noch kurz zur Bank. Ich laufe da jetzt hin. Oder kurz ein bisschen rennen. Ah, Assassinen rufen. Wenn man es lang hält, gibt es Pfeilhaken oder dort. Saudi, jetzt heißt es halt Rudi. Nächstes Mal heißt sie wieder anders. Du bist das Pferd mit 1000 Namen. Oder ich nenne ich einfach Hey Pferdi. Nee, das ist dumm. Zu klischeehaft. Hey Pferdi, komm mal her, ey. Nee, ist kacke. Ladidum, ladidum. Und jetzt geht's wieder hoch hier. Oh, ich habe mich ja mal gar nicht gefragt, wie es euch geht diesmal. Was ist das? Können wir da noch einen mitnehmen? Ich sehe es, da können wir noch einen mitnehmen. Und noch einen Eingang kaufen. Zack. Alter, das ging jetzt überschnell. Heilige. Oh, eine Frau. Die Befreiung Roms hat begonnen. Euer Kampf ist mein Kampf. Bitte, lasst mich euch folgen. Okay, Entschuldigung. Oh, eine Frau. Nicht eine Frau. Eigentlich, oh cool, eine Frau. Ich freue mich schon, wenn wir endlich bei Origins angekommen sind. Ich will unbedingt das Origins noch mal spielen. Gäste mehr mit seinen wunderbaren Thermalquellen verwöhnen kann, hat stattdessen ein siebentägiges Pasta-Fest. Ich glaube, das wäre jetzt einfach so der Assassin's Creed-Kanal. Alle Assassin's Creed spielen wir zusammen. Alle. Interessiert aber anscheinend nicht so viel, wie ich das gemerkt habe. So, was hast denn du im Angebot, Alter? Mach's aber da richtig. Hey, bitte gute Angebote. Ja, komm, machen wir. Gib noch mal eins mehr. Gut. Hör bitte, kommt jederzeit wieder. Immer. Ich gehe mal kurz nochmal zur Bank.
Jo, Investitionen haben wir ein paar gute. Boah, mein. Ein Moment. Ja, da bin ich wieder. Ich sag euch, ich habe den ganzen Tag schon so einen trockenen Hals. Hoffe, ich werde nicht krank. Muss ich jetzt etwa immer nach oben oder was? Alter. Ich sag letzte Zeit schon wieder zu viel Alter wegen meinem Arbeitskollegen. Das ist richtig schlimm. Wo ist denn der Eingang? Boah, jetzt brennt mir noch Auge. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ezio, jetzt mach keine Faxen, ey. Geh jetzt da hoch. Ist nicht unten noch ein Eingang gewesen? Alter, ich weiß es nicht mehr. Schon wieder zu viel, Alter. Ich schreck mich auf jetzt hier. Oh, ich muss mal kurz meinen. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Droghe kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Immer töten. Schon gemerkt, immer töten. Okay. Ja, das weiß ich doch schon. So, jetzt haben wir schon ein paar, aber wir müssen sie aufleveln. Rüstung. Ah, wie nice. Eigentlich cool. Muss man sagen, das ist eigentlich cool. Hm, wir schicken da jetzt mal den Level 2er hin. Den Level 1er und der hier. Da muss es doch eigentlich machbar sein. So, was haben wir hier? Moskau. Moskau, seid ihr noch alle zu schwach? Paris vielleicht? Schick mal den dahin. Jetzt habe ich eh, glaube ich, keine mehr, die ich holen kann. Aber hey, die sind ja relativ schnell wieder zurück. Ah doch, eine haben wir. Alles klar. Okay. Verlassen wir jetzt mal das Versteck. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Gut, sie ist jetzt erstmal weg. Sequenz 4 beendet. Da haben wir auch schon wahrscheinlich die Hälfte vom Spiel. Ich weiß nicht, gibt 10 oder 15 Sequenzen. Ist ja eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob es. Kann man das schon zu einem vollwertigen Spiel nennen? Doch eigentlich schon, ne? Früher wäre das ein DLC gewesen. Jetzt.
In viel kleiner auf jeden Fall. So, da sind wir bei Sequenz 5. Ja, würde ich sagen, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, ich kaufe jetzt mal kurz hier, wenn ich eh gerade in der Nähe bin. Andere Seite, glaube ich. Alter, geh weg. Ah, hier. So, Kunsthändler ist auch gekauft. Was hat denn der zu kaufen? Ich weiß es gar nicht. Was bringt der uns eigentlich? Kommt her, Leute. Ich habe viele neue Werke von aufregenden jungen Künstlern. Ja. Ja, ich steck dir gern mein Geld in Rachen. Ja, Umhänge färben ist jetzt auch nicht so unbedingt cool, aber schön, dass man es kann. Assassinen weiß, ich würde sagen, wir nehmen mal etwas Peppiges, würde ich sagen. Das hier. Und verkaufen wir mal das Zeug hier. Gibt dir doch ein bisschen Geld, würde ich sagen. $75. Oder was auch immer das ist. Gesamt ist es sicher. Was heißt, wenn ich hier investiere? Ich habe keine Ahnung. Hat das Ding jetzt wirklich ein Wirtschaftssystem? Das ist krass, okay. Ja gut, das ist jetzt der kürzeste Weg, dann nehmen wir den mal. Oh. Ist da noch meine Nase zu, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich werde krank. Ich darf nicht krank werden. Das ist typisch deutsch einfach, ne? Ihr kennt das ja. Deutsche sagen meistens, ich darf nicht krank werden, ich muss arbeiten. Ne? So ist es doch. So nicht anders. So, dann gehen wir weiter. Wow. Ladidum. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Das kann doch nicht sein. Hätte doch den Tunnel nehmen können. Ich sack. Was wollt ihr hier? Da. Okay. Reden wir mal mit ihr hier. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Das war schon, oder was? Okay. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Echidio Trochet, Droche, keine Ahnung, Alter. Aus dem Kapitol besuchen. Auf dem Kapitol besuchen, um Auftrag. Okay. Ich kann einfach nicht mehr lesen. Ich hab's einfach verlernt. Okay, das ist dieses komische Dings da, ne? Bordell, das heißt, wer am meisten Bräute okay. Ihr wisst, was ich meine. So, wie viel Kilometer ist es jetzt entfernt? Okay, weg hier. Warum ist das jetzt viereckig? Weil ich investiert habe dort. Ich sehe jetzt schon wieder. Ah, hier, okay. Okay, dann kann ich jetzt hier hin durch den Tunnel. Tunnel. Tunnellicht. Gut. Nee. Hab auch schon mal bessere Witze gemacht. Hallo.
Da. Hab schon ein paar mal hier. Der da. Der. Nee, der. Der, nee. Der. Der andere. Der da. Ab zur Diebesgilde. Ich war nie gut in Erdkunde. Und ich werde es noch nicht lernen. Bin ich jetzt eigentlich richtig oder bin ich falsch? Vielleicht bin ich eiskalt falsch. Ah. Ich raste so ganz dezent aus. So, gehen wir nochmal dahin, ne, zu der Rosa. Wahrscheinlich die Quest jetzt nochmal annehmen. Weil ich wahrscheinlich nicht reisen darf. Hätte man mir auch vorher mal erzählen können. Oder ich hätte auch einfach mal lesen können. Ne? Ganz klar. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. So, jetzt nochmal. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal ganz gemäß dahin dackeln. Und nicht entdecken lassen. Ja, das kann ich. Das wissen wir. War jetzt übrigens ironisch gemeint. Aber das wisst ihr ja auch. Ey, was ist das? Kann ich Masken kaufen? Das ist ja übercool. Ja. Boah, hier im Scheißdreck rumrennen. Ist alles so verwinkelt, aber es ist wirklich in Rom so. Es ist auch kein Scherz. Hat sich nicht viel verbessert. Okay. Wo ist dieser Senator? Da frage ich mich auch. Wo ist er? Wo bist du? Habt ihr gehört? Das ist das nicht gefährlich? Wo ist er? Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Diese Wichser. Diese Arschlöcher. Ich bring sie um. Oder lass meinen Assassinen sie umbringen. Wieso braucht ihr so lang? Mama, Attacke hier. So. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid? Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden.
Ich kenne einen Ort. Drocke, ja, das hätte ich schon mal denken können, dass man das so ausspricht als Italiener. Naja. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich soll ihm folgen, aber... Ich habe nichts damit zu tun. Naja. Ich soll ihm folgen. Aber er folgt mir. Sehr cool. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Lass mich in Ruhe! Scheiße, ich hab gar nicht mehr auf ihn geguckt. Fuck. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Katze zu machen? Es war in der Tat. Mein Ende ist klar. Und gehut. Boah, ich musste das jetzt machen. Der ist schon halber tot, ey. War es das Parfum an meinem Kragen? Etwas in der Art. Boah. Bleibt hier. Sehr gut. Zack. Du sollst doch warten, habe ich zu dir gesagt. Gut, ihr lang. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Nein. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Gut, er wieder volles Leben. Ist mir auch recht. Dann gehen wir jetzt mal hier rechts entlang. Ja, toll. Na, dann links entlang. Hier. Ist das euer Ernst, ey? So, perfekt. Kommt, Assassin, helft mir schnell. Und tschüss. Ich glaube, umso öfter ich sie hole, umso mehr leveln sie auch. Sehr gut, wir haben es geschafft. Jetzt mal weiter da. Jetzt mal gucken, kann ich hier links hoch eigentlich? Ah. Lass ihn in Ruhe. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach. Bitte. Hey, so, da sind wir. Komm her jetzt, beweg deinen Arsch, Klatzkopf. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Alter, wo taucht ihr eigentlich immer auf? Darf ich das echt mal fragen? Wo taucht ihr immer auf?
So, ich mache es jetzt anders, weil ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr dauernd. Kommt mit. Geht zwar nicht so schnell, aber ich bin geschützt und ich hoffe, er ist auch geschützt. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn er auch geschützt wäre. Tja, wenn man so kleine Gassen baut, ne, dann passiert es halt auch, dass man so kleine Gassen verstopfen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir eine Wache treffen. Hä, warum? Verloren? Arschloch. Einen Moment. Egal wo wir entlang gehen, die Arschlöcher sind überall. Okay. Jetzt müsste man da sein. Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Wie viel Geld braucht er denn jetzt? 3000, ja, das haben wir ja. Ja, das machen wir dann das nächste Mal jetzt. Ich muss leider die Aufnahme gleich beenden, denn morgen muss schon die neue Folge kommen. Deshalb rendern die das Ananas. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Euer Claude Bifkos Gamer. Ciao!